Was machst du die ganze Zeit am Handy? Musst du doch nicht wissen, das geht dich gar nichts an. Okay, ich dachte nur, wir verbringen etwas Zeit zusammen. Ich muss dich doch nicht die ganze Zeit anschauen. Bei Oma muss das Handy aber eh zur Seite legen. Nö, wieso? Weil wir Oma nicht so oft sehen und überhaupt, Familie ist wichtiger als das Handy. Ich habe echt keinen Bock mehr, mich von dir herumkommandieren zu lassen. Geh doch alleine zu deiner Lieblingsoma. Ach nö, kein Signal. Und dann ist auch noch der Akku leer. Und jetzt auch noch Blauröckchen weg. Ich kenne den Weg zu Oma doch nicht auswendig. Was mache ich jetzt nur? Ja, und dann ist die Oma aus der Berliner Straße 88 dran. Oh, ich freue mich schon auf die Antiquitäten. Auf dem Schwarzmarkt werde ich meine goldene Nase damit verdienen. Ah, da ist ja jemand. Den frage ich mal nach dem Weg. Vielleicht habe ich ja Glück. Hallo, entschuldigen Sie. Wissen Sie, wo die Berliner Straße 88 ist? Ich kann den Weg nicht finden. Ja, hallo. Wie kann ich helfen? Ist das nicht Rotkäppchen? Die Enkelin der Oma aus der Berliner Straße 88? Oh, sie ist mein Schlüssel zum Glück. Du kommst gerade recht, junge Dame. Ihr werde ich jetzt den längeren Weg sagen, damit ich noch schneller bei ihrer Oma sein kann und sie in aller Ruhe ausräumen und später noch meinen Spaß mit ihr haben kann. Da bist du hier aber ganz falsch, junge Dame. Lauf den Weg wieder zurück und dann rechts um den Park herum. Und da ist dann die Berliner Straße. Ach so, danke. Tschüss. Man sieht sich immer zweimal im Leben, Rotkäppchen. Blauröckchen kommt wieder zu Hause an und trifft auf ihre Mutter. Wo ist Rotkäppchen? Ihr solltet doch zu Oma gehen. Wir haben uns gestritten. Rotkäppchen ist allein zu Oma gegangen. Ich hatte keinen Bock mehr. Aber Rotkäppchen hat doch überhaupt keinen Orientierungssinn. Sie wird sich verlaufen. Ach, was für ein schöner Tag. Das ist bestimmt Rotkäppchen. Herein, mein Schatz. Gib mir alles, was du hast, sonst. Aber ich hab doch nicht so viel. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Nein, 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 nicht einsperren. Oh nein, das ist schon Rotkäppchen. Komm herein, Rotkäppchen. Oma, warum siehst du heute so anders aus? Geht es dir nicht gut? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Nein, 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 ich will nicht eingesperrt werden. Ich mache mir wirklich Sorgen um Rotkäppchen. Ruf doch bitte bei Oma an und frag, ob Rotkäppchen schon angekommen ist. Na gut, Mama. Blauröckchen ruft bei Oma zu Hause an, aber es meldet sich niemand. Komisch, es geht keiner ran. Sonst geht Oma doch immer ans Telefon. Plötzlich klingelt das Telefon. Es ist Günther, ein Freund von Oma. Gott sei Dank, er wird uns bestimmt helfen können. Stell bitte auf Lautsprecher. Hallo Günther. Hi. Hallo ihr beiden, wie geht's? Günther, wir machen uns Sorgen um Rotkäppchen. Weißt du, ob sie schon bei Oma angekommen ist? Ich hatte eben versucht, Oma anzurufen, aber sie geht nicht ans Telefon. Aha, ich gehe gleich mal nachsehen, ob alles in Ordnung bei ihr ist. Ich rufe wieder zurück. Tschüss. Tschüss. Gleich habe ich alles verkauft. Oh nein, die Tür steht offen. Es muss was passiert sein. Was machst du hier? Hier wohnt doch eigentlich jemand anderes. Ist alles okay bei euch? Jetzt ist alles wieder gut. Oh Günther, wie gut, dass du gekommen bist. Du hast uns gerettet, mein Held.